Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie ein neues Laufwerk hinzufügen und ein bestehendes RAID-Array ohne Datenverlust erweitern können. In diesem Video sage ich Ihnen, wie Sie ein Hardware-RAID, das auf einem Controller und einem NAS aufgebaut ist, sowie ein Software-RAID erweitern können unter einem Linux-Betriebssystem. Wenn ein RAID-Array keinen freien Speicherplatz mehr hat, ist es an der Zeit, den Speicher zu erweitern. Um das RAID zu erweitern, müssen Sie den RAID-Festplatten hinzufügen. Wenn die Server-Hardware dies zulässt, andernfalls müssen Sie es mit größeren Festplatten neu aufbauen. Wenn Sie einen freien Festplatten-Steckplatz haben, können Sie einen bestehenden RAID-Array problemlos ohne Datenverlust erweitern. Im folgenden Abschnitt werden wir uns ansehen, wie man eine Festplatte zu einem controller-basierten Array hinzufügt, nach Speicher am Beispiel von Knep Linux RAID Software, die mit dem Dienstprogramm MDAMD und LVM erstellt wurde und auch mit dem Betfair-Datasystem. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem vor der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Zunächst wollen wir uns ansehen, wie man ein neues Laufwerk zu einem mit einem Controller angebauten Hardware-RAID hinzufügt. Einige Controller unterstützen das Hinzufügen von Festplatten zu bestehenden RAID 5 und 6 Level Arrays, sodass das Festplatten-Array erweitern werden kann und mehr Dateien zu speichern. In diesem Beispiel wird ein RAID 5 mit 3 Festplatten zu einer RAID 5 Konfiguration mit 4 Festplatten erweitert. Das erste Schritt besteht darin, die neue Festplatte mit dem Server zu verbinden. Rufen Sie dann das BIOS des Controllers oder das RAID-Verwaltungsprogramm auf. Einige Controller unterstützen möglicherweise nicht das Hinzufügen von Festplatten zu einem bestehenden Array. Bevor Sie eine Festplatte zu einem Array hinzufügen, lesen Sie bitte das Handbuch Ihres Geräts. Alle Daten, die auf dem neuen Laufwerk gespeichert sind, werden überschrieben. Es wird auch empfohlen, Ihre Dateien zu sichern. Wählen Sie im RAID Management Utility Fenster den Controller und dann das Array, das Sie erweitern möchten. Und wählen Sie auf der rechten Seite Array erweitern, entsprechend Array. Wählen Sie dann das Laufwerk aus, das Sie dem Array hinzufügen möchten und klicken Sie auf Speichern. Dadurch wird der Prozess der Array-Erweiterung sofort eingeleitet und der Status der Arrays angezeigt. Warten Sie, bis der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist. Nach Abschluss des Vorgangs verfügt das Festplatten-Array über freien Speicherplatz, der dem logischen Laufwerk hinzufügt werden kann. Markieren Sie das logische Laufwerk, das Sie erweitern möchten und klicken Sie auf der rechten Seite auf Logisches Laufwerk erweitern. Wählen Sie hier eine maximale Größe oder stellen Sie einen anderen Wert ein und klicken auf Speichern, Save. Anschließend beginnt der Wiederherstellungsprozess der Festplatten-Arrays. Nach Abschluss der Operation wird die Kapazität des Arrays erhöht. Alle Daten, die sich auf den Festplatten des Arrays befanden, gehen nicht verloren. Wenn ein bestimmter Laufwerk nicht in der Liste enthalten ist, kann es sein, dass es nicht in das Array aufgenommen werden kann. Die Kapazität der Festplatte ist kleiner als die der kleinsten Festplatte im Array. Das Laufwerk ist nicht für die erweiterte Funktion formatiert worden. Es gehört zu einem anderen Festplatten-Array oder ist als Hot-Swap-Festplatte konfiguriert. Werfen wir nun einen Blick auf NAS. Wenn Ihr NAS über einen leeren Festplatten-Steckplatz verfügt, können Sie die Kapazität eines virtuellen Laufwerks einfach durch Hinzufügen einer neuen Festplatte erweitern. Schließen Sie dazu das Laufwerk an das NAS an, starten Sie es und öffnen Sie das Speicherverwaltungspanel. Öffnen Sie dann das Menü Storage Manager, Storage Pool. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche Aktionen und wählen Sie aus der Liste Datenträger hinzufügen. Fügen Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster eine neue Festplatte zu den vorhandenen Array hinzu und klicken Sie auf Weiter.
Sie werden darauf hingewiesen, dass das Laufwerk überschrieben wird. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK. Überprüfen Sie im nächsten Schritt die Einstellungen und klicken Sie auf Übernehmen. Dadurch wird der Initialisierungsprozess eingeleitet. Danach ist das Laufwerk verfügbar und Sie können mit der Speicherung fortfahren. Sobald der Bereitstellungsprozess abgeschlossen ist, muss das RAID nur noch erwartet werden. Öffnen Sie Abschnitt Volume, dann Aktion, Konfigurieren. Wählen Sie das Volume aus und klicken Sie auf OK. Warten Sie, bis die Erweiterung abgeschlossen ist. Und überprüfen Sie die Daten, die sich auf dem Laufwerk befanden. Wie Sie sehen können, sind alle Dateien noch vorhanden. Sehen wir uns nun an, wie man eine Festplatte zu MD-RAID hinzufügt, ohne dass Daten auf dem Festplattenarray verloren gehen. Unter Linux-Ubuntu habe ich mit dem Dienstprogramm MDAM ein Software-RAID 5 aus 3 Festplatten erstellt. Ich muss diesem Array eine weitere Festplatte der gleichen Größe hinzufügen. Zunächst müssen wir die Festplatte vorbereiten. Bestimmen Sie die Festplatte, die Sie hinzufügen möchten, und geben Sie den folgenden Befehl ein. Als nächstes erstellen Sie eine neue Partition aus der Festplatte. N neu, P primär, 1 Partition. Lassen Sie die folgenden Parameter unerwähnt und drücken Sie zweimal die Eingabetaste. W schreiben Sie die Änderungen. Nachdem die Größe der Festplatte festgelegt wurde, fügen Sie mit folgendem Befehl zu einem bestehenden RAID 5 Array hinzu. Überprüfen Sie das RAID. Daher wurde das Laufwerk als Ersatzlaufwerk hinzugefügt. Um das Array um das neue Laufwerk zu erweitern, geben Sie den folgenden Befehl ein. Der Befehl teilt dem System mit, dass sich 4 Festplatten in dem RAID befinden. Mit diesem Befehl wird ein Reboot des RAID eingeleitet, da die Informationen bereits auf die Festplatten verteilt sein sollen. Dieses Prozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Um den Status anzuzeigen, führen wir den Befehl getprom-mstat. Dies zeigt den Fortschritt der Expansionsoperation an. Das RAID besteht jetzt auf 4 Festplatten, aber die Größe beträgt immer noch 100 GB. Um die auf RAID 5 verfügbaren 2000 TB nutzen zu können, müssen Sie die Größe des Dateisystems ändern. Führen Sie zunächst eine Konsistenzprüfung durch. Sobald E2 FSKA ohne Fehler angeschlossen ist, kann das Dateisystem erweitert werden. Dies wird mit dem Tool Resize2FC durchgeführt. Montieren Sie die Festplatten und überprüfen Sie sie. Die Partition wird erweitert. Und wie Sie sehen können, sind alle Dateien noch vorhanden. Als nächstes werden wir um einen anderen Typ von Software-RAID ansehen, der mit RWM-Dienstprogramm erstellt wurde. Ich habe also ein RWM-RAID der Stufe 5 mit 3 Festplatten erstellt und muss eine weitere Festplatte hinzufügen. Zunächst muss die vorbereitet, partitioniert und eine neue Partition erstellt werden. Ich zeige Ihnen, wie Sie dies mit dem Dienstprogramm FDisk tun können. Um die Partitionierung vorzunehmen, geben Sie den folgenden Befehlen ein. Hier sollten Sie den Namen der Festplatte eingeben. N9 P primär 1 Partition. Lassen Sie die folgenden Parameter unverändert und drücken Sie zweimal die Eingabetaste.
bei Änderungen schreiben. Erstellen Sie anschließend eine virtuelle Festplatte auf diesem Laufwerk, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Danach erwarten wir aufgrund der neuen virtuellen Festplatte die Gruppe WG ein und geben den Befehl ein. Überprüfen wir die Parameter der virtuellen Festplattengruppe. WGS. Schließlich geben wir den Erwartungsbefehl für das logische RAID 5 Volumen selbst ein. Und dann erwarten wir das Dateisystem auf dem logischen Volumen. Öffnen Sie das Festplatten-Dienstprogramm und überprüfen Sie das RAID-Einstellungen. Wie Sie sehen können, besteht das RAID bereits auf 4 Festplatten. Öffnen Sie den Datenträger. Wie Sie sehen können, sind die Dateien unverwendet. Das folgende RAID wurde mit dem Dateisystem BTRS erstellt. Es besteht aus 3 Festplatten und wir werden ein weiteres Laufwerk derselben Größe hinzufügen. Die auf dem RAID gespeicherten Dateien werden nicht überschrieben. Der Befehl BTS-Device-Add wird verwendet, um die BTR-RAID-Software zu erweitern. Um ein Gerät zum gemounteten Dateisystem hinzufügen, führen Sie dieses Befehl aus. Nachdem Sie ein Gerät hinzugefügt haben, sollten Sie den Befehl BTS-File-System beschädigt ausführen. Geben Sie dazu den folgenden Befehl in das Terminal ein. Wir überprüfen unser Array. Im Festplattendienstprogramm sehen wir, dass sich das Volumen vergrößert hat. Die Dateien, die auf dem Array lagen, sind nicht überschrieben worden. Wir haben also mehrere Möglichkeiten zur Erweiterung des RAID-Systems behandelt. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, können Sie die auf Ihrem RAID-Speicher gespeicherten Daten erhalten. Für den Fall, dass das RAID gestürzt wird und Sie den Zugriff auf die Dateien verlieren, die auf dem Laufwerk Array gespeichert waren, können Sie diese mit Hetman RAID Recovery wiederherstellen. In den vergangenen Videos haben wir die Datenwiederherstellung von allen in diesem Video erwähnten RAID-Typen detailliert beschrieben. Die Links finden Sie in der Beschreibung. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.